Das Leben und das traurige Ende von Konrad Veit. Hans-Walter Konrad Veit wurde am 22. Januar 1893 in seinem Elternhaus in der Tieckstraße 39 in Berlin als Sohn von Amalie Marie, geb. Goetz, und Philipp Heinrich Veit, einem ehemaligen Militärbeamten, geboren. Seine Jugend verbrachte er in Berlin, wo er das Sophiengymnasium besuchte. Dort interessierte er sich für Dramen und stellte sich jeden Tag nach der Schule vor den Theatern an. Folglich schnitt er in den akademischen Fächern schlecht ab. Im Spätsommer 1912 lernte er einen Theaterportier kennen, der ihn dem Schauspieler Albert Blumenreich vorstellte, der sich bereit erklärte, Veit für 6 Mark Schauspielunterricht zu geben. Er nahm 10 Stunden bei ihm, bevor er bei Max Reinhardt vorsprach und Goethes Faust rezitierte. Während Veits Vorsprechen schaute Reinhardt die ganze Zeit aus dem Fenster. Er bot Veit einen Statistenvertrag für eine Saisonarbeit von September 1913 bis August 1914 mit einem Gehalt von 50 Mark im Monat an. Im Dezember 1914 wurde er zur Armee eingezogen und in die Schlacht um Warschau geschickt. Aber sehr bald wurde er mit Gelbsucht ins Krankenhaus eingeliefert. Als er sich ein wenig verbesserte, begann er mit Erlaubnis der Armee in Theatern zu spielen. 1915 wurde er als Unteroffizier an die Ostfront geschickt und nahm an der Schlacht um Warschau teil. Er erkrankte an Gelbsucht und Lungenentzündung und musste in ein Krankenhaus an der Ostsee evakuiert werden. Während der Genesung erhielt er einen Brief von seiner Freundin Lucy Mannheim, die ihm mitteilte, dass sie am Fronttheater in Libau Arbeit gefunden habe. Ende 1916 wurde er von der Armee erneut untersucht und als dienstunfähig erachtet. Am 10. Januar 1917 wurde er vollständig entlassen. Veit kehrte nach Berlin zurück, wo er wieder an das Deutsche Theater aufgenommen wurde. Dort spielte er eine kleine Rolle als Priester, was ihm seine erste begeisterte Kritik einbrachte, der Rezensent hoffte, dass Gott Veit von den Filmen fernhalten würde. Im selben Jahr, 1917, debütierte Konrad Veit mit dem deutschen Stummfilm »Der Weg des Todes« in der Hauptrolle des Rolf. Später im selben Jahr veröffentlichte er »When the Dead Speak«, »4«, »The Sea Battle« und »The Spy«. Er spielte weiterhin die Hauptrolle und spielte 1918 in 10 Filmen und 1919 in 11. Am bedeutendsten ist Anders als die anderen, möglicherweise der erste Film, der Homosexualität mit Sympathie behandelt. 1920 erlangte er mit Das Kabinett des Dr. Caligari, Das Kabinett des Dr. Caligari, internationale Berühmtheit, indem er in der Rolle des mörderischen Schlafwandlers Cesare auftrat. Seine gruseligen Auftritte im Film brachten ihm eine Reihe von negativen Rollen ein und er wurde für jede von ihnen gelobt. Irgendwann 1926 zog er auf Einladung von John Barrymore nach Kalifornien, um in Stummfilmen wie The Beloved Rogue, 1927, mitzuspielen. Schließlich spielte er auch in 3 anderen Stummfilmen mit, Die Vergangenheit eines Mannes, 1927, Der Mann, der lacht, 1928, und Die letzte Aufführung, 1929. Obwohl er in Hollywood recht erfolgreich war, waren die Tonfilme gefragter und seine Unfähigkeit, Englisch zu sprechen, wurde zu einem Hindernis. 1929 kehrte er nach Deutschland zurück, um im ersten deutschsprachigen Tonfilm, Land ohne Frauen, mitzuspielen. 1933, als die NSDAP an die Macht kam, zog er nach England, wo er sein Englisch perfektionierte und schließlich in I was a spy? Und The Wandering Jude, mitwirkte. Seine letzten deutschen Filme waren Die Kaiserin und ich und F. P. 1 antwortet nicht, beide wurden im selben Jahr veröffentlicht. Veit blieb bis 1940 in England und spielte in Filmen wie Joe Süß, 1934, The King of the Damned, 1935, The Dark Journey, 1937, Storm Over Asia, 1938, und so weiter. Es folgten 3 seiner bekanntesten Filme. Der Spion in Schwarz, 1939, Schmuggelware, 1940, und Der Dieb von Bagdad, 1940. 1941 übersiedelte er in die USA, zuvor spendete er seine Ersparnisse für den britischen Kriegseinsatz.
Seine Absicht war es, solche Filme zu machen, die die USA zum Krieg gegen die Nazis bewegen sollten. Als er erkannte, dass er möglicherweise als Nazi typisiert wurde, stellte er sicher, dass seine Charaktere immer Schurken sein sollten, und begann seine zweiten Innings in Hollywood mit A Woman's Face, 1941. Danach drehte er nur noch 6 Filme, von denen die bedeutendsten, Nazi-Agent und Casablanca, waren. Am 10. Juni 1918 heiratete Veit Gussie Holl, eine Kabarettistin. Sie hatten sich im März 1918 auf einer Party kennengelernt, und Conrad beschrieb sie gegenüber Freunden als sehr schön, groß, würdevoll und etwas distanziert. Sie trennten sich 1919, versuchten jedoch mehrmals, sich zu versöhnen. Holl und Veit ließen sich 1922 scheiden. Am 18. April 1923 heiratete er Felicitas Rathke, mit der er eine 1925 geborene Tochter namens Vera Viola Maria Veit hatte. Das Paar ließ sich 1932 scheiden. Am 30. März 1933 heiratete er Ilona, Lilly, Prager, mit der er bis sein Tod 1943. In den 1930er Jahren entdeckte Veit, dass er die gleiche Herzerkrankung hatte, an der seine Mutter gestorben war. Durch Kettenrauchen verschlimmerte sich der Zustand weiter und Veit nahm Nitroglycerin-Tabletten. Veit starb am 3. April 1943 an einem Herzinfarkt beim Golfspielen im Riviera Country Club in Los Angeles mit dem Sänger Arthur Fields und seinem Leibarzt Dr. Bergmann, der ihn noch am Tatort für tot erklärte. Er hatte plötzlich nach Luft geschnappt und war umgefallen, als er das 8. Loch erreicht hatte. Er war 50 Jahre alt. Seine Ex-Frau Felicitas und seine Tochter Viola erfuhren über eine Radiosendung in der Schweiz von seinem Tod. 1998 wurde seine Asche zusammen mit der seiner Frau Lilly in eine Nische des Kolumbariums des Golders Green Krematoriums im Norden Londons gelegt.